Hey Dudes, ich bin der Martin. Heute machen wir etwas Neues, und zwar setzen wir mehr wieder künstlerisch unter Druck. Vielleicht bin ich auch künstlerisch besser begabt, wenn ich nicht mechanisch müsste, sondern kann zeichnen. Ich kann nicht zeichnen. Smoke weed every day. Vorhin, wir spielen 90 Second Portrait. Alles, was ich weiss, ist laut dem Tutorial, und ich lese das sicher nicht alles durch, viel zu lang, irgendwas steht von viel Glück, okay. Scheinbar muss man innerhalb von 90 Sekunden Porträt malen von Kunden, die kommen. Und dann bekommt man Geld oder halt auch nicht. Oh yeah. Fangen wir doch einfach gerade an und schauen mal, wie gut ich zeichnen kann. Los! What? Malen wir mal die Wiese. Oh, jetzt muss ich aber dann noch anfangen mischen. Okay. Blau. Was? Hä? Ah. Was ist das eigentlich für ein komischer Gnome? Das Gefühl habe ich letztens in der Stadt gesehen. Hey, das ist ja vor allem ein hoher Druck. Das ist schlimm. Und noch der Hut. So schlecht ist das gar nicht. Ich habe mich viel zu sehr auf Details beschäftigt. Da hinten jetzt noch eine Katze. Piu, piu, piu. Was für eine wunderschöne Katze, Martin. Aber so schlecht ist es nicht. Ah, oh, so eine Hand hat er hier auch noch, und hier so Körper und hier noch Hand. Ich weiß nicht. Was, ein B? 4 Bucks hat er. Oh fuck, 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 was ist das für eine coole Sicht? Ich hätte zuerst den Hintergrund malen. Das Konzept hat im ersten Mal viel besser funktioniert. Ey, das trifft es farblich doch perfekt, oder? Das trifft es perfekt. Oh, geile Unibrow, Alter. Der ist sicher Hans. Das gibt sicher nicht mehr so viel Geld wie vorher. Da haben wir 4 Stutz gezahlt. Hier noch ein bisschen. Wie viel geben wir da? Oh fuck! Das war komplett daneben gewesen, hä? Okay. Oh je, meine. Also, ich muss jetzt lernen, im Stress funktionieren. Welcher Mensch muss in 90 Sekunden ein Porträt mischen? Das ist doch einfach blödsinnig. Gib Geld! 5 Bucks! So viel habe ich noch nie bekommen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut mit dem. Ah, jetzt bin ich im Stress. Ich glaube, das funktioniert ganz gut mit dem Prinzip, wenn wir halt einfach den Hintergrund nehmen und dann führen bauen. Oh, fick! Hand! So eine Griffklaue. Hey, schon wieder 3 Bucks. Also gut. Ich habe gewusst, dass Dinosaurier auf dem Mond leben, und das ist der Beweis. So sieht es einfach aus wie ein Pimmel, ja. Ich müsste einen dünneren Pinsel haben. Ah, hehe. Es gibt einen dünneren Pinsel. Gut, Martin. Was? Ich könnte sogar die ganzen Dings füllen, weißt du? Wieder mal nicht gelesen, was ich alles machen könnte. Super. Laut dem Tutorial, und ich lese das sicher nicht alles durch. Wie viel Geld gibst du? 3 Stutz, das reicht, das nehmen wir. Tag 1 geschafft. Können wir noch mal durchgehen. Der Gnome? Der war wirklich gut. Dann der Muskelprotz. Vielleicht nicht ganz so gut. Okay, gebe ich zu. Dann haben wir die Petunia, nenne ich sie jetzt einmal. Ich weiß auch nicht. Die ist komplett abgefeiert. Wieso, dass man die noch Geld gegeben hat? Die sieht aus wie irgendwie so ein Horrorteil. Von so Zeug träume ich zur Nacht. Dann hier, der Franz oder Frank, der ist perfekt. Und hier der hübsche Dinosaurier. Jetzt machen wir das nochmal, und diesmal benutze ich meine ganze geistige Kreativität und mit einem Kübel, also zuerst machen wir den Kübel Hintergrund und dann zack, zack, zack vorne und am Schluss ins feine Detail rein. Und jetzt holen wir uns richtig viel Cash ab, weil ich brauche das Geld. Oh fuck! Also gut. Ha! 4 Stutz. Also Petunia. Ah, jetzt steht die vor dem Scheiß. Die wunderschöne Visage, die ich niemals hätte können vergessen. Ich hatte die ganze Zeit an dem müssen denken, Petunia. Zack, was willst du mehr? Da muss ich gar nicht weitermalen. Schon wieder 4 Bucks abgeholt. Ach du Scheiße, was bist denn du für ein geiler Hund? Malen wir dem seine Hose. Mit einem dicken Pinsel. Dicken Pinsel. Oh, das ist gar nicht mal schlecht getroffen. Martin, mal weiter. Ich glaube, das ist bis jetzt, muss ich also ehrlich sagen, glaube der Beste. Ich glaube, das ist bis jetzt einer der Besten. Das habe ich glaube ziemlich gut. Was, nur ein C? Geht es dir eigentlich noch gut? Vollgas. Vollgas.
Die Zahlen nicht mehr gut. Oh fuck. Fettsack vor dem Himmel, aber ich glaube die grosse. Ich mol viel zu viel Scheiß. Fuck, jetzt ist er schon wieder weg. Ha, das B! Immerhin, schon mal nicht schlecht. Tag 2. Gehen wir nochmal durchschauen. UBS Banker auf dem Mond. Dann meine Traumfrau vor neuem Hintergrund. Die kommt glaube ich immer wieder. Dann haben wir das wunderschöne Alien und auf das bin ich wirklich stolz. Und dann haben wir diesen Junge her, der leider keine Augen hat. Habe ich scheinbar vergessen. Und die Katze habe ich dieses Mal auch vergessen. Aber auch nicht schlecht. Und zum Abschluss, der dicke böse Mann. Ja, das war es dann auch für heute. Also man muss jetzt ganz ehrlich auch mal fairerweise zugeben, dass ich zeichnerisch halt schon herausragend bin. Doch, das kann ich auch in aller Bescheidenheit einfach auch mal sagen. Ich glaube, ich meine mich mal für so eine Kunstschule. Weißt du, wie blöd ich schaue, wenn ich einfach mit einem kleinen Pinsel, mit einem grossen Pinsel und mit einem Eimer Farbe auftauche und dann anfange Eimer auf Dings schmeiße. Aber vielleicht ist das auch, obwohl das ist ja genau Kunst. Smoke weed every day. Aber auf alle Fälle war es das für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Meine Damen und Herren, der Penetrator. Und ihr werdet sehen, das funktioniert ionfrei in einem Versuch. Und penetrate! Herrlich! Und wieder geschafft!